100! Ey, glatte 100! Hatte ich auch noch nicht. Glatt 100. Und jetzt fliege ich raus. Das sieht gut aus. Sag das nicht! Um Gottes Willen! Oh Gott. Ich habe schon ganz feuchte Finger wieder. Ich bin ganz aufgeregt. Warum? Jetzt, glaube ich. Nee. Oh, irgendwie wird das Stuhl gerade nicht so, wie ich will. Ich krieg die Füße nicht richtig gestellt. Jetzt, glaube ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin drin. Oh mein Gott. Und genau in der letzten Szene, ey. Alles in Ordnung? Oh. Wir haben die Gefangenen mit all unseren Kräften geheilt. WW, Luna. Beschwörung. Im Moment nicht zu rechnen ist, wollten wir euch hier Rückendeckung geben. Die unteren Ebenen kamen mir schon schaurig vor. Sie waren kein Vergleich. Mir ist, als zerre ein sehr Ätherstrom an Gott den sei Dank. Gott sei Dank, ich bin drin. Mir geht es ähnlich. Ich vermute, dass wir uns im Herzen des Turms befinden. Wenn dem so wäre, dann... Ich sehe ihn. Den Äther, der aus den Adern des Planeten gesogen wird. Immer weiter hinauf. Hin zu einem einzelnen Punkt. Dies hier ist der Kern. Es besteht kein Zweifel. Aber irgendetwas stimmt nicht. Der Turm von Sod ist zwar gewaltig, aber die enorme Menge an abgesaugten Äther steht in keinem Verhältnis zu seiner Größe. Es scheint fast, als würde der Kern selbst seine Energie absorbieren. Ich muss tiefer blicken. Irgendetwas liegt dahinter. Was ist das bloß? Füße von einer Person. Sollen wir das Ding jetzt zerstören oder nicht? Ja. Ja, ich denke schon. Wenn du uns die Ehre erweisen würdest... Und das steht immer noch. Oder? Oh ne, ist doch kaputt. Sehr gut. Damit sollten hoffentlich alle... Was zum... Das bestätigt meine Theorie. Als magisches Konstrukt ist der Turm unweigerlich auf seinem Kern angewiesen und wird somit nun selbst vergehen. Was? Und was soll aus dem Gefangenen werden? Verdammt, das ist gar nicht gut. Der Äther fließt zurück und zwar ungebremst. Haltet euch fest! Wir alle. Ich hoffe allerdings lebendig und nicht tot.
Was ist passiert? Wo sind wir? Wir sind zweifelsohne auf der Insel, auf der bis eben noch der Turm von Sott gestanden hat. Nur ist dieser wohl spurlos verschwunden. Und wir sind gänzlich unverletzt? Raha ist es wohl gerade noch gelungen, einen mächtigen Levitationszauber zu wirken. Sieht aus wie so ein Puzzle. Sind sie tot oder leben die? Der muss aber wirklich gigantisch gewesen sein. Das erklärt, warum niemand größeren Schaden davon getragen hat. Ein derartiger Zauber wird ihn seine ganze Kraft gekostet haben. Es geht ihm gut, aber er wird sich noch eine Weile ausruhen müssen. Also stellt sich jetzt die Frage, was wir mit den armen Seelen machen, die bis eben noch im Turm gefangen waren. Äußerlich scheinen sie vielleicht unverletzt, aber den Ätherausbrüchen des Turms waren sie dennoch ausgesetzt. Das kann nicht gesund sein. Ich versuch's mal mit Angel. Normalerweise würde ich dich in deinem Eifer bestärken, Alizée. Aber so viele Leute kriegst nicht einmal du alleine geheilt. Nicht? Können sie es doch versuchen. Ich glaube, ich hatte eine Mücke gestochen. Wir bitten die Stadtstaaten um Unterstützung. Ich bin irgendwie müde, will mich aber nicht ausloggen. Dann bleib angemeldet und leg dich hin. Und spiel im Schlaf. Also wir machen auf jeden Fall noch ein bisschen. Da seid ihr ja. Muss ein bisschen Zeit nachholen. Ich sah den Turm ganz plötzlich verschwinden. Sag, was ist denn nur geschehen? Die Gefahr ist gebannt und die gefangenen Seelen befreit. Gefahr erkannt? Doch bedarf es zahlreicher Heiler und ausreichend Platz, um auf die Rettung nun auch eine Genesung folgen zu lassen. Wir haben doch, warte mal, 4 Heiler. Verstanden. Ich werde sofort die nötigen Schritte veranlassen. Fürs Erste müssen sie geborgen und nach Hazatan gebracht werden. Das schluckt. Oh Gott. Aua. Ich weiß, dass ich viel zu müde bin für Story. Dann level doch. Oder mach irgendwas anderes, was dich wach macht. Oder geschlafen und mach morgen weiter. Gute Idee. Ja, siehst du. Verstanden. Ich werde sofort die nötigen Schritte... Achso, warum lese ich das vor? Um mir was zu trinken. Mach das. Jetzt auch einmal kurz wechseln. Da, da, da. Da, da, da. Ja, da liegt so. Ich würde jetzt mal so langsam den Wein von vorgestern trinken, ne? Ich habe seit vorgestern, da hatte ich ja Besuch, hier Wein stehen und bis jetzt noch nicht getrunken, ey. Ja! Ja, ich bin drin! Wer ist jetzt mal was online? Ah, Duft ist online! Darauf habe ich gewartet eigentlich. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass Duft online ist. Ich wollte ihn eigentlich vorher noch was fragen, aber, ja. Warte mal. Gibt eigentlich? Ich seh's gerne mal. Tatsache. Warte mal, dann gehe ich da in meinen Log.
Jo. Ich muss da einmal ganz kurz einen Lockdown lassen. Bebe Luna! Die befreiten Gefangenen wurden nach Rasatan gebracht, wo sie behandelt werden. Alize und Vistola werden versuchen, so viel wie möglich von der Besessenheit zu befreien. Man beordert gerade jeden verfügbaren Heiler in die Stadt, um zu helfen. Du solltest dir aber etwas Ruhe gönnen. Die hast du dir redlich verdient. Oh. So. Hallo, Estinien. Wir haben Nachricht von Vashan erhalten. Er hat uns gebeten, beim Megaduta-Tempel vorbeizuschauen, sobald wir uns etwas erholt haben. Die Heilung der Besessenen, die wir aus dem Turm befreit haben, schreitet gut voran. Und auch die anderen sollten sich nach getaner Arbeit dort versammeln. Geh doch mit Estinien schon mal vor. Ich mache noch einen Abstecher zu Demias Werk. Ich warte mal ganz kurz den Sound ab. Team Perk, vielen Dank für deinen Raid. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Ich hoffe, man hört mich überhaupt gerade. Ich hoffe, es geht euch gut. Natürlich einen wunderschönen guten Abend, falls ihr es nicht verstanden habt. Eben. War ja relativ laut. Und Dead by Daylight habt ihr zuletzt gespielt. Und wie war's? Ich hoffe, ihr hattet gute Runden. Und danke an meine Mods für den Shoutout. Hörst du kurz mit Prüfung? Kann ich machen. Sobald ich hier fertig gelesen habe. Kann ich gleich machen. die Alchemisten dort kümmern sich um Raha, der sich mit diesem Levitationszauber ja völlig verausgabt hat. Inzwischen dürfte er schon mit allerlei Tinkturen und Tränken vollgepumpt worden sein. Da rette ich ihn besser, bevor er als lebendes Experiment endet. Dann machen wir uns mal auf den Weg zur Stadt. Die Wache an der Brücke sollte uns Einlass gewähren können. Hallöchen, schick dir mal die hier rüber. Ich wollte erstmal fertig. War eine gute Runde. Bin auf jeden Fall zum Lurk. Wünsche dir viel Spaß doch. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Lurk und einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir dann noch. Restabend, Restnacht. Und falls du schlafen gehst, auch eine gute Nacht. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Jetzt. Jetzt bin ich bereit. Hab fertig gelesen. Das ging schnell. Ja, ich wusste nicht, wie viel da jetzt noch kommt. Style, ne? Ich dachte, das geht jetzt noch länger, das Gelaber. Kann ich aber schon mal gucken, wo ich hin muss. Natürlich nach da hinten. Da-da-da! Juhu, ich hab Goldi! Ich bin auch der Einzige, die Einzige, die ihren Viechern eine Verniedlichung gibt, glaube ich. No! No, ich will das Ding haben. Ich will die Dodo-Attrappe haben. Gott, der Nazi. Ich bin gleich schnell. Nee, ich glaube, ich bin ein bisschen schneller. Drachi, Goldi. Die Viecher heißen Hamsa, ne? Dann stimmt, da kann ich die Hamsi nennen. Ich kann die Viecher Hamsi nennen. War noch Hamsas, oder? Wie so Dodo-Attrappen.
Hamtaro. Nein! Hamsi. So. Die heißen ab jetzt ein Hamsi. Meine Mutter hat mich, glaube ich, als Kind so oft auf den Kopf fallen lassen. Oh, lass mich! Halt, stopp, ich will das nicht! Wer hat man eigentlich Windäderquellen schon hier? Wenn ja, wüsste ich gerne, wo wir jetzt sind. Mich etwas mehr mit dem Sage auseinandergesetzt. Mega geile Klasse, wenn man ihn mal verstanden hat. Ja. Ich werde mir den auch irgendwann mal angucken, aber nicht jetzt. Ja, hat man. Ich habe aber nur random gefunden. Ah, okay. Weil ich habe bisher eine einzige durch eine Quest. Aber weiß Gott, wo die anderen sind. Ich habe nur die eine einzige hier so freilaufend gefunden. So, ich gehe jetzt. Ich mache das jetzt absolut. Aufgrund von Gründen nicht, ne? Ja, wir sind. Oh, warte mal. Ja, wir sind ein Ohrwurm von dem spanischen Antaro-Intro. Echt? Ich glaube, ich habe Antaro nur ein einziges Mal gesehen. Einmal. Und das waren, glaube ich, 2 Folgen. Und ich glaube, da habe ich halt die Hälfte der Zeit geschlafen. Wenn das dasselbe ist, wovon wir reden. Auf Spanisch. Ich habe es mal nicht auf Japanisch gesehen. Ich glaube, es war auf Japanisch. Es ist irgendwie. Ich lurke ja bei Dufte einmal kurz. Also, was heißt einmal kurz? Ich habe gerade ja nur gesehen, dass Dufte zockt. Also, der andere Dufte, nicht Dufte Stream, sondern Dufte Typ. Und habe mich da ja auch einmal kurz in Lurk gesetzt. Mache ich ja meistens so. Nicht nur wegen der Kanalpunkt. und es ist halt so weird, jetzt nochmal den Anfang von Endwalker zu sehen. So, ich habe das hier in so einem kleinen Minifenster, habe ich das da an der Seite. Das ist irgendwie so weird. Irgendwo ist eine Luna in meiner Nähe. Luna? Wo bist du? Du wirst mir angezeigt, aber wo bist du? Den letzten Eltreten, der mir fehlt. Ach, der da unten? Ah ne, doch. Da. Da bist du. Ich weiß nicht, wie man da unten hinkommt. Ich hab jetzt noch keine Ahnung. Wer runterspringt, kann man leider nicht. Zwei nur noch. 2 auf der Warteliste. Das ist gut.
Das ist sehr gut. Also, es ist ziemlich, wenn ich das eine mache und das andere nicht. Die Musik ist... jetzt kann ich nicht mehr reden. Die Musik ist aber gut. Komm ich jetzt zu dir? Aber du kommst da auch nicht runter, ne? Luna stalkt wieder. Ja, ich glaube, Luna wollte, glaube ich, einfach nur hier runter und den Dings haben. Wie man da hinkommt. Ich glaube, das ist ungefähr so wie in Shadowbringers, das eine, wo du da oben auf die Klippen musstest. Da kamst du doch auch anfangs nicht hin, da musstest du doch auch erst gegen Emme hin. Um da oben auf diese Plattform zu kommen, wo dann ja auch der Nier-Raid und alles losgeht. Da kamst du doch auch erst gegen Ende hin. Obwohl du ganz am Anfang eigentlich schon mal da warst. Denk mal, dass das auch so laufen wird. Fetz ich. Weil ansonsten habe ich echt keinen Plan, wie man da hinkommt. Weil klein Lala hier hat auch eben versucht, da runter zu springen. Hat auch nicht so ganz funktioniert. Luna! Scheiße! Scheiße! Luna! Hallo! Okay, hi. Vereint. Ich will den ja unbedingt gern was spielen. Das ist mein Halsband. Das ist geil. Das ist echt geil. Ist das aus der ersten... Inni? Na komm, letzter Lili. Marine, danke. Ihr habt mich gehört! Hallo, Ifrit. Lang nicht gesehen. Gott. Jetzt muss ich erstmal wieder wissen, welche Tasten ich wann, wie, wo drücke. Wir sind so weit auseinander. Wir stellen uns mal nicht dahin. Den habe ich platt gemacht. Ja, ne? Vor langer, langer, langer Zeit. Am Wochenende. ja, beim Farm auf jeden Fall haben wir den platt gemacht. Mehr als einmal.
Oh oh. Da wohnen nicht alle Fesseln. Fest gemacht. Oder? Ja doch, doch wohnen. Stimmt, den letzten habe ich noch weggemacht. Das sind mir eindeutig zu viele Ifrits. Eindeutig. So, hätten wir das auch hinter uns. Hier ist noch jemand aus meiner Freundesliste. Ich kann den Safe spielen. Ja, sehr gut. Glückwunsch. Ah, die hohen Gäste sind eingetroffen. Ich werde eure Ankunft unverzüglich weitermelden. Was heißt so gut wie gar nicht Nacht? Dylan! Bitte verzeiht, dass ich euch nicht persönlich in die Stadt geleiten kann. Ich fürchte, ich darf meinen Posten hier nicht verlassen. Aber wenn ihr den Weg vom Tor des Wahrsehers aus folgt, trefft ihr schon bald auf einen weiteren Wachposten des Himmelsheers. Dort wird man euch sicherlich den Weg zum Megaduta-Tempel weisen können. Willkommen zurück in Rasata. Hallo, Stinien. Immer wenn ich nach Tavernier gereist bin, habe ich diese Stadt halt in dieser Stadt halt gemacht. Das dürfte jetzt mein drittes Mal sein. Du Sau. Aber ich könnte ebenso gut zum ersten Mal hier sein. Die Stadt ist das reinste Dickicht aus Straßen, Gassen und kleinen Plätzen. Ohne einen ortskundigen Führer ist man hier schnell verloren. Von daher kannst du ruhig vorausgehen. Ich folge dir. Ich sage ja, ich tauge nicht als Stadtführer. Was du denn jetzt? versuch nicht den Eteriten anzufassen. Der mobbt. Was? Welcher? Meinst du den Großen dann? Hier gibt's einen Großen, oder? Aidaria, ich habe euch bereits erwartet. Der Magistrat hat die Stadtwachen gebeten, euch den Weg zum Tempel zu weisen. Der Megaduta-Tempel steht in Dharma-Bezirk, der sich im höchstgelegenen Bereich der Stadt befindet. Von der darunterliegenden Stadt aus lässt er sich sowohl von der Ostseite als auch von der Westseite erreichen. Normalerweise würde ich den Weg über die Ostseite mit dem Basar empfehlen, aber die meisten Läden sind ohnehin noch nicht eröffnet. Der Eterit der Stadt ist noch deaktiviert. Ah, okay, ist noch deaktiviert. Deshalb beschreibe ich euch besser die Route über die Westseite. Seht ihr die Treppe zu meiner Rechten? Dort, wo die Meteorologin steht, die müsst ihr zunächst erklimmen. Danach folgt noch eine weitere kurze Treppe, über die ihr zu Paxas Pfad gelangt. Jedenfalls kommt ihr an einen kleinen Platz mit einem großen bunten Tor. Passiert das Tor und ihr seid an Ruvedas Zwirn angelangt, wo eine Kameradin von mir patrouilliert. Sie wird euch dann erklären, wo ihr entlang müsst. Also einfach immer weiter nach oben. Klingt nicht besonders kompliziert. Okay, also es wurde zumindest erklärt, ne, dass der Eterit doch deaktiviert ist. Also man kann sie noch gar nicht harmonisieren. Das erklärt's. Den Grund, warum er mobbig ist.
Wo muss ich jetzt hier? Ach, warte mal, ich bin an der Meteorologin vorbei, ne? Ja, oder wo? Sollte vielleicht auch da lang gehen, wo die Meteorologin ist, ne? Wahrscheinlich dann hier hoch, oder wie? Eine Folgequest gefällt mir auch nicht. Nicht? Will ich's wissen? Wahrscheinlich nicht. Sag's mir lieber nicht. Ich will's gar nicht wissen. Zurück auf die Schuhbank. Oh Gott. Oh Gott. Nee, das gefällt mir auch nicht. Die lasse ich aus. Da lege ich ein Veto ein. Schuhbänke sind nichts Gutes. Ihr wollt zum Megaduta-Tempel? Nehmt die Treppe dort, die nach Westen führt, und schreitet durch das Tor am Ende. Dort befindet sich der Luftschifflandeplatz. Einer der Wachen des Himmelsheers wird euch gewiss den Rest des Weges weisen. Falls ihr einen der Pfade rechts oben oder links von mir nehmt, gelangt ihr zu den Webereien von Rueve das Hirn. Wenn ihr euch nach einem Abstecher isst, nur zu. Aber verlauft euch nicht. Ich hab doch keine Ahnung. Ach du Scheiße. Ja, da verlaufe ich mir doch. Ist Dufte gerade? Ah, der ist Dufte gerade. Das erklärt's. So, Nico wieder bei der Storyballade. Mach das. Entschuldigt, aber der Luftschifflandeplatz ist noch gesperrt. Kommt wieder, wenn sich die Lage wieder beruhigt hat. Scheint wohl noch eine Weile zu dauern, bis sich die Dinge normalisieren. Aber eigentlich wollen wir auch gar nichts mit dem Luftschiff. Eigentlich gar nicht mit dem Luftschiff reisen, sondern sind auf dem Weg zur Residenz des Magistrats. Oh, verzeiht. Wenn ihr wissen möchtet, wie ihr zum Tempel kommt, kann ich euch natürlich weiterhelfen. Seht ihr die Treppe hinter mir? Die müsst ihr nur hoch und schon müsst ihr den Megadatu-Tempel in einiger Entfernung erkennen. Ihr könnt ihn gar nicht verfehlen, wenn ihr immer weiter geradeaus lauft. Warte mal. Hier ist doch noch ein kleiner Stadt-Iterit. Machen wir doch mal hier. Ich meine, die funktionieren ja wenigstens. Wenigstens eine Sache, die funktioniert. Da hinten ist auch irgendwo ein Ätheriert. Aber schick hier. Gut, ich bin nicht ganz so ein Fan von so bunten Bauten. Aber an sich ist es echt schön. Ist halt so indisch. Ganz mist hier, aber echt schön gemacht. Diese Wasserfälle.